Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von meinem Multishot Marksman, genau. Und wir sind in der zweiten, nein, noch in der ersten, genau. So, ja, ich habe jetzt einige Zeit nicht mehr aufgenommen. Ich habe im letzten Aufnahme ja keine Sprachausgabe gehabt. Dankeschön, Windows 11, dass du da einfach andere Sachen hinzufügst, obwohl ich alle gesperrt habe. Ist nämlich wunderbar. Da hat man einfach Windows sehr gerne dafür. Jo, also Crit möchte ich nicht haben. Ich möchte unten durch. Den Damage können wir in Kauf nehmen. Aber 25% mehr Damage heißt 25% mehr Tod. Nein, nicht, aber wir tun uns dagegen heilen und so weiter. So, ich darf verkünden, es gibt wieder einen besseren Bild bei Last Epoch Trees und ich möchte ihn gerne einsetzen. Aber ich werde den zum Farmen von Items im Hintergrund spielen und nicht direkt beim Let's Play zeigen. Also, sobald er gut ist, ja. Aber der ist natürlich noch nicht so schnell oben. Also ja, ihr wisst wahrscheinlich, was es wird. Ein Necromancer, ich liebe Necromancer. Aber jetzt dieses Mal auf Infernal Shade und Rites. Und da bin ich mal gespannt, weil ich Infernal Shade eigentlich fast noch nie ausprobiert habe. Es ist das erste Mal richtig stark. Weil ich nicht wusste oder nicht dachte, dass ich so viel auch mit Rites gut machen kann dort. Nur brauche ich bestimmte Items und das wird für euch eventuell ein bisschen zu schleppend. Es wird euch nicht Spaß machen und deshalb, ja, wenn ihr es ausprobieren wollt, einer der neuesten Builds bei lastepochtools.com ist dieser Build. Ja, gerne mal ausprobieren, wenn ihr das Spiel habt. Oder das Spiel kaufen. Das dann ausprobieren. Empfiehlt sich schon, aber zum Zuschauen eventuell nicht so. Also, denke ich mal. Punktschön, okay. Können wieder ein paar Punkte setzen. Oh, dringen. Oder durchstoßen, das ist so sehe. Aber die haben die Minions gerade ein bisschen mehr Leben, habe ich das Gefühl, in diesem Level. Aber den anderen Bild habe ich ein bisschen ausprobiert und der tut momentan echt gut noch killen. Ob ich jetzt wirklich mit Flamerides alleine da durchkomme. Flamerides ist halt immer so eine Sache. Ich muss auf Tower gehen. Und ich habe noch eine Chance, Flamerides zu beschwören. Noch gering. Ich glaube, bei 34% liegt es plus noch die eine Not. Wahrscheinlich 6% oder 5%. Auf jeden Fall noch ein bisschen gering. Dafür ist zum Beispiel der Golem extrem stark. Der One-hittet fast manche Gegner. Macht 1400 Schaden, ungefähr so relativ gering. In ungefähr Level 20 jetzt. Und mich freut es riesig, dass halt Necromancer doch ein bisschen stärker sind anfangs. Als zum Beispiel hier den Rogue und Marksman war wirklich ein bisschen zu schwer anfangs. Und Nasabs Akt 4 oder 5 dann auch wieder ein bisschen zu schwach. Hatte ich nicht so gerne. Es ist nicht so gut balanciert, dass es Spaß macht. Mir macht das Spiel aber im Allgemeinen viel mehr Spaß als den meisten anderen. Diese Verwöhnung halt nie so richtig. Bei mir sind die Spiele nicht immer langweilig, weil ich zu verwöhnt bin. Ich kann gar nicht verwöhnt sein, weil ich irgendwie auch nicht will. Du irgendwie doch lieber sehr, sehr aufwendig das Spiel durchspielen, mehrmals durchspielen. Ja, ich tue die Spiele eben sehr, sehr, sehr lange spielen. Und die meisten heutigen Spieler, die spielen jeden Tag ein anderes Game. Auf jeden Tag ein neues Game. Also, weiß nicht, wie die sie machen, aber wenn verwöhnt, dann ist es gut. Und ich bin einer, der einfach sehr viel Rollenspiel macht.
dass ich einfach so spiele, als würde ich noch nie gespielt haben und so. Und mir ein paar Geschichten im Hintergrund erzählen. Du es euch vorspielen und so. Aber ich komme meistens auch nicht so gut in das eine Part drauf. Ich muss euch viel erklären. Tja, viel nicht, aber das ist mehrheitlich einfach irgendwie so ein bisschen ein Thema rausfinden und dann ist es gar nicht so viel Rollenspiel, weil das meistens ein Thema ist, das es halt einfach nicht möglich macht, Rollen zu spielen. Mir fehlen einfach die Mitspieler, die mit mir reden und ja, es hat wirklich niemand Lust, wirkliches Rollenspiel mit mir zu machen. Aber ich habe immerhin einen Real-Life-Kameramann gefunden, beziehungsweise eine Frau. Und die wird mir gerne dann manchmal mit den Vlogs begleiten und dann kann ich auch wieder ein bisschen mehr Rollenspiel machen oder so. Schauen, was sie will. Aber jetzt im Stand, jetzt will sie sich nicht zeigen vor der Kamera. Dann bin ich halt der Kamera. Hocker. Also derjenige, der vor der Kamera hockt. Okay, dieses Level ist auch ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl von dem Gegner. Ist aber schön, dass es nicht so leicht ist. Wir müssen auch nicht so ultra leicht haben. Aber ich habe so das Gefühl, der Charakter wird halt manchmal doch ein bisschen sterben. Jetzt haben wir einfach noch die Unique-Note-Echo-Note geholt. Und jetzt können wir noch die Kampagne, also das Ding abschließen. Oh, viel zu schnell. Okay, sind zu viel, ich muss abhauen. Viel zu viel. Ich sehe aber fast auch nichts, weil die Gegner die Geschosse. Aber da ist auch noch einer. Überall Gegner. Voll zu stark. Naja, also, es macht auch viel mehr Spaß, wenn man das Spiel ein bisschen schwerer sieht. Ja, ich bin ein bisschen überfordert mit dem Reden. Oh, die Gegner sind blitzschnell. Wo sind die so schnell? Was haben sie geraucht? Giefen, wir giefen. Wieso sagt man heutzutage nicht mehr kiefen? Das ist so ein altes Wort. Das waren sie drögen. Das Mario und das Anna saßen zusammen in der Pfeife. Ja. Dann kommt wieder Mutter. Oh, das solltet ihr nicht so nennen. Das ist ein bisschen gefährlich für die ganz Jungen. Denn dann schaut doch kein YouTube. Lass den YouTube ab 18 sein. Aber es wäre cool, wenn es ein ab 18 YouTube noch gäbe. Ja, dann wären wahrscheinlich noch weniger auf ab 18 YouTube und so. Oder viel mehr. Für die meisten wahrscheinlich zu umständlich, da noch die Kreditkarte oder Bankkartendaten anzugeben. Ja. Es ist schade, weil so ein kleines Kiddie YouTube gibt, YouTube Kids oder wie das heißt. Und ich weiß nicht, ich würde das niemals meinen Kindern geben. Ich würde YouTube erst ab 13 Jahren geschweige für meine Kinder. Und da bin ich momentan auch auf der Suche. Ich brauche doch eine schöne Dame. Also schön muss sie nicht unbedingt sein, aber ein bisschen intelligent, ein bisschen sportlicher. Das reicht. Und eine tolle Mutter sein. Na, ich bin auch ein toller Vater, hoffentlich. So. Ich werde mich nicht zurückhalten und nicht faul sein. Ich werde sogar sehr fleißig sein. Bester Vater von der Schweiz. Okay. Ich weiß schon, wie ich meinen Titel von dieser Folge mache. Rocco sucht Frau. Dürft ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben, was der beste Titel sei. Für eine der weiteren Folgen vielleicht ein Thema raussuchen. Dass ihr auch ein bisschen während dem Zuschauen von meinen tollen Gameplays auch so tollen Gameplays haben könnt. Nee, das nehme ich. Was ist denn Feuer? Das Ding, Acid Flask hat Feuer, Thunderstrike hat Feuer, aber das ist zu wenig Prozent. So, von anderen, wenn nicht. Ich glaube, das Specific ist ein Idol, habe ich doch mehr Feuer Damage.
17 sogar, oder 18. Ab 18 ist Maximum, oder ist 19 Maximum? Auf jeden Fall ist es doch nicht so gut mit mir. Und Shred bei Drawing Attack brauche ich jetzt auch noch nicht unbedingt. Also nicht, ob ich überhaupt Rowing Attack benutzen soll. Ist mir ein bisschen zu umständlich. Oh ja, mehr Arrows. Ich hab mehr Arrows. Ist ja gut. Ich liebe mehr Arrows. Minion Damage nehme ich mit für den anderen Weg. Ist da unten schon wieder so ein. Ah, das ist wieder so ein Teil. Ich habe gar noch nicht geschaut, was rechtzeitig kommt. Aber schaut euch, wie viel Arrows wir haben. Wie viel pro Juice? 20? Nicht ganz 20. 19. Sieht ein bisschen aus wie. Boah, hey, spam nicht so viel. Ihr seid viel zu viele. Also, Bluten, ja, man sieht es schlecht. Bluten ist einer der schwierigsten Geschosse. Hab schon das Gefühl. Bluten, also Bluten und Void. Hey, hau mal ab, du kleine Schlimmung. Das ist viel zu viel Damage. Damage. Trips Gold. Was ist das für ein Dialekt? Ist das Berlinerisch? Oder ist das Polnisch? Krebsgold? Wahrscheinlich so. Norwegisch. Norwegisch-Deutsch. Ich liebe irgendwie Dialekte. Ich kenne viele Freunde, die sagen immer wieder so: Hey, was ist das wieder für ein Dialekt? Das ist ja nicht normal. Ich liebe Dialekte, das ist immer cool. Darwin, Bayerisch, Kölsch, Württemberg, also Schwäbisch. Irgendwie so etwas. Oder Bremen-Dialekt, am Bremerhaven. Und natürlich Hamburgerisch. Boah, wie viel Damage over time, das ist sicher gut für manche Builds. 85%. Heute ist ein bisschen. Berliner Dialekt. Zu viele Items schon wieder. Ah, da haben wir noch ein Z-Ring. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen weitergehen, stimmt. Ja, das ist normal. Also, wir werden schon immer angegriffen von den Gegnern, das ist eigentlich nicht so schlimm. Aber die 25% Health könnten ein bisschen gefährlich sein. Wir machen leider noch nicht so viel heftigen Damage. Wir brauchen unbedingt einen besten Bogen. Und bis jetzt ist, glaube ich, kein Bogen gedroppt, der gut ist. Hitten. Doppelschuss ist okay. Ich glaube, das war gar kein Doppelschuss. Da guckt er noch schnell. Ja, Attack Speed ist auch mit in die Höhe geschossen. Ui, da war ein Fehlschaden, 1800 oder so. Ja, 1200 oder so. Oh, 40. Aber ich muss runter. Naja. Ach, 40. Servus, hallo. Na, wie geht's? Heute war ein schöner Tag, aber sehr anstrengender Tag. Ich musste mehrere Kilometer einfach zu Fuß wohin laufen. Nämlich ein Restaurant, das Hexenhütchen, oder Hochdeutsch irgendwie Hexenhütchen, ja, heißt. Und ist auch bei meinem Dorf, aber genau auf der anderen Seite. Sehr ein tolles Restaurant, aber mega teuer. Also mega teuer. Ist einfach so für kranken Rentenbesitzerin doch ein bisschen, Besitzerin doch ein bisschen zu teuer. Für einen, der arbeitet, ist es vielleicht für einen jeden Monat oder so mal ein bisschen erträglich. Und Leute, die sowieso zu rich sind in der Schweiz, die haben gar nichts. Die sagen auch nichts. Schweiz gibt es halt schon ultrareiche Leute. Irgendwie die teuerste Pharma-Besitzerin ist gerade in der Schweiz gewesen, das ist eine Ausländerin, aber aus welchem Land weiß ich natürlich nicht.
ist in der Schweiz gewesen und hat alles so ein bisschen nobel gefunden. Fand sie wirklich toll, aber die hat Geld, die kann alles toll finden. Ich kann mir ja nicht mal einen Bildschirm leisten momentan. Was soll ich nur machen? Ich bin ein ganzen armer Schnacki. Die Schnacki. Zu alt für Let's Plays. Es gibt übrigens eine 95 Jahre alte Streamerin in Deutschland. Ob es die Engländerin? Ich weiß gar nicht genau. Aber auf jeden Fall eine, die wirklich gut ankommt. Aber sie macht halt auf TikTok Stream. Dann hat mit TikTok echt nicht so gut, weil es mir einfach zu sehr nach nervt, dass man immer wieder Videos automatisch abgespielt bekommt und so. Ich benutze TikTok. Ich habe einen Account von 2-3 Monaten gemacht. Dem Leon zuliebe. Aber das war's auch. TikTok ist überhaupt nichts für mich. Viel zu überhastig und viel zu voll. Nee, ist nichts für mich. Und ich freue mich jetzt schon mega riesig auf meine Zuschauer. Es reicht mir schon ein bisschen, möchte natürlich schon noch mehr. Aber ohne eben Werbung und so, ich mach's einfach zu dem. Ich muss ein bisschen schauen. Ich doch da ein bisschen. Leute habe, die ein bisschen etwas leisten können, oder? Ein bisschen Moderator sein, Mitspieler sein, Mitredner oder so. Und einfach mitmachen. Aber die meisten trauen sich heutzutage gar nicht mehr, um was zu machen. Finde ich echt schade. Heutzutage ist so einfach, ja, man macht's eigen oder man macht's gar nicht. Bin ich ein bisschen frech. Ich denke, ich benutze das, da ich damit einfach Mana-Regeneration habe, viel. Health-Effektivness ist, glaube ich, nicht für Life-Leech. Könnte schon sein. Aber Shred Arrow, Shred Armor meine ich, nicht Arrow. Ist natürlich auch gut. Der Multiplier ist ja eigentlich auch sehr gut, aber wisst ihr, wenn ich noch nicht so viel Multiplayer stacken kann, ist es ja nicht so wichtig. Es reicht einfach nicht. Ist auch Shred Armor drauf und da nicht. Void. Sind halt zweimal Resistenzen drauf, aber hier Bow Damage. Ich nehme den mal mit, vielleicht nutzen wir ihn. Aber yes. Ist noch ein bisschen zu wenig. In letzter Zeit echt viele Berliner Kollegen. Ich nur noch Berlinerdeutsch. Ui, ja, wenn die Rares erscheinen, wie viel Sekunden lang? 3, 4 Sekunden? Ich glaube, es ist immer 4 Sekunden in den meisten Games. Ich muss unbedingt Diablo 2 Resurrected mal wieder spielen. Ich weiß nicht, ob ich... wenn ich dann wieder livestreamen kann, dann... Aber das ist auch nicht so beliebt. Das wird wahrscheinlich nicht gut geschaut bei mir. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr... Diablo 2 Resurrected noch sehen wollt. Ich mache, glaube ich, mehr Umfragen wieder. Oder einfach in die Kommentare fragen. Genau, ich kann ja denken, wenn ihr liked das Kommentar, dann wollt ihr es sehen. Und wenn ihr es nicht liked, dann muss ich es nicht unbedingt machen. Oder schreibt einfach Kommentare, wenn ihr es nicht wollt. Oder einfach einen Kommentar, dass ihr es nicht wollt. Und wenn ihr Lust habt, wenn ihr es wollt, dann dürft ihr mir auch einen Kommentar schreiben oder so. Ja, wie es euch gefällt. Aber in Kommentaren könnt ihr natürlich noch mehr bewegen. Denkt an den Algorithmus, könnt ihr mir gerne auch helfen, indem ihr einfach ein paar Sachen mehr macht. Zum Beispiel eben das Liken oder Disliken, wenn ihr Lust habt. Dann das Kommentare schreiben hilft mir weiter, das länger zuschauen. Video wirklich ausnutzen und ganz schauen könntet ihr. Wisst ihr natürlich nicht. Aber natürlich etwas. Nein, ein Absturz! Was ist denn los?
Wieso ist jetzt gerade in diesem Echo, jetzt ist es wieder fehlgeschlagen. Hä? Wo ist jetzt Last Epoch da oben? Viel zu dunkles ThinkPad Desktop-Symbol. Also gleich haben wir wieder ein Bild. Ja, Twitch Studio hat echt einen schlechten Fenstermodus. Es funktioniert nicht richtig. Ich habe immer diesen Game-Modus und wenn ich dann das Game nicht anlaufen habe, dann geht's nicht. Also mal kurz schauen, ob es noch ich schaue lieber noch auf die Zeit. Noch 10 Sekunden, 10 Minuten. Also, wo haben wir unseren Charakter? Wieso? Ist das Spiel überfordert bei so vielen Geschossen? Hä? Wieso stürzt das Game momentan immer so viel ab? Wir haben erst kürzlich wieder einen Hotfix veröffentlicht, glaube ich. Nichts gemacht. Wann machen sie wieder Updates? Also, wenn gibt es wieder mal Features? Okay, erst vor 20 oder 25 Tagen. Aber meine Güte, öfters. Dreimal pro Woche. Nein. Ach ja, ich bin übrigens auch sehr dran an einem Spiel entwickeln. Ja, wir haben es einfach nicht. Wieso, wenn man rausfliegt, wieso sind die nicht mehr öffentlich? Jetzt bin ich sicher gestorben in Game oder wegen einem Crash. Aber es gibt keine Belohnung mehr. Das ist eine absolute Frechheit. Aber wir können, glaube ich, alle drei machen. Dann machen wir, glaube ich, jetzt die ersten zwei. Und danach machen wir noch den Boss in dem nächsten Part. Aber wieso crasht ab und zu Pass of Exile? Pass of Exile. Aus der Epoch. Wieso? Eieiei, ich bin jetzt durcheinander durch diesen Crash. Da habe ich ein bisschen emotional berührt. Ich muss traurig sein, so sorry. Da kommt dann so ein alter Opa. Mit der Kohle, also mit dem Kohlstock. Er ist tot. Wunderbar. Also das mit dem Mana. Bleed on Hit. Entschuldigung, noch zweimal Bleed on Hit. Hä? Das ist mit den Schuhen, ist das ein gutes. Wie sagt man? Base Movement Speed und Cold Resistance. Kann ich glaube ich noch nicht so gut benutzen. Glaube ich für später. Besser. So, wir wollen jetzt doch auch ein bisschen durchkommen. Also, es wär natürlich schön, wenn ihr da mir auch ein bisschen helfen könntet, aber alles Freiwillige. Ich meine, ich bin ja ein Profi mit ganz vielen Abonnenten und Zuschauern. Ich müsste das nicht sagen. Aber ich sag's wirklich meistens nicht. Also jetzt habe ich wahrscheinlich so ein 30, 40 Videos gemacht, ohne das irgendwie anzusprechen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, viele tun YouTube schauen und dabei gar nichts denken. Also eben nicht zu unterstützen, nicht lange schauen, weil sie sowieso hunderttausende Videos pro Stunde schauen. Das ist ein bisschen komisch, oder? Das ist ein bisschen nicht rentabel sonst, wenn man es nicht sagt. Also aber tut mir leid, dass ich es jetzt ein bisschen anspreche, aber ich mache es ja eben nicht viel. Es gibt Leute, die tun jeden Video 20.000 Mal sagen, bitte abonniert mich, sonst bin ich ein ganz, ganz, ganz armer Schwein. Und ja, da haben sie auch nichts dagegen. Also wieso hat ein kleiner YouTuber dann etwas dagegen, oder? Es ist nicht gerecht, es ist einfach nicht gerecht. Aber gut, ich bettle eben nicht dran, ich habe es jetzt nur mal kurz angesprochen. Es ist kein Betteln und ich hoffe es. Fällt euch besser, als wenn ich jetzt sagen würde, ja, in jedem Video. Aber zuerst müsst ihr abonnieren, zuerst müsst ihr liken oder so. Finde ich eine Frechheit, oder? Das machen so viele Leute und für mich heißt es dann eigentlich immer wieder, ja gut, okay, dann mache ich es halt einfach nicht. Wenn du es mir sagst, mache ich es einfach nicht. Ich dürfte auch dieses Video nicht liken und nicht kommentieren, aber meine Güte, sind das manchmal schlimme geizige Video machen. Unglaublich geizig. Noch so 5 Minuten Werbung dazwischen schalten. Mit ihrem neuen Produkt, wo sie überhaupt keine Anwesenheit haben am Produkt, oder? Sie unterstützen das Produkt nur wegen dieser Kackwerbung. Okay, sollen sie es machen. Mir stört es und ich werde es einfach ignorieren.
werde niemals das Produkt kaufen. Ich werbe ja auch nicht mit Produkten, außer mit den Games sowieso. Bei mir geht's ja. Aber bei denen geht's ja scheinbar nicht. Das ist eigentlich... Was denen für ihr negatives Zeugs ist, ist für mich das Positive. Ich muss es nicht machen. Ich bin frei! Ich bin nicht arbeitsabhängig von euch. Ich habe eine Freiheit! Juhu! Endlich sind diese Spammer weg. Also die Gegner jetzt nicht euch. Ja. Benehmt euch einfach im Internet, das geht euch viel besser, als wenn ihr irgendwie jo, tausendmal Werbung schalten müsst oder so irgendwas. Ihr macht ja nicht mal Videos, also vielleicht schon, aber wer Videos macht, bitte wenige davon machen. Ihr werdet ja sowieso nicht viel besser. Die meisten bekommen ihr Zuschauer über, indem sie halt einfach die ganze Zeit Videos machen und den neuesten Shit immer wieder kaufen können und ja, so Sachen. Aber der letzte Shit, den ich eigentlich kaufen wollte, war Schrott. Games, die nicht fertig waren, zum Beispiel Park Beyond, ist überhaupt nicht fertig. Ist es jedes Game, das ich will, nicht fertig bei Release? Meine Güte, auch Diablo 4 nicht fertig. Wann ist ein Game fertig? Geht ja gar nicht mehr, kein Entwickler kann mehr fertig machen. Es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Das ist leid, oder? Last Epoch seit 3 Jahren in Entwicklung, noch nicht mal ansatzweise fertig. Was ist denn los mit den Entwicklern? Sind das nicht mehr gute Entwickler? Ich mache jetzt immer ein Game, wo ihr dann wirklich modifizieren könnt und dann Rollenspiel selber draus machen könnt. Ich lasse die, den Quellcode euch zuschicken. Ich muss kein Geld verdienen mit dem Game. Ich muss sowieso mit Games eigentlich danach nicht Geld verdienen. Das ist für euch kostenlos. Aber sobald ich ein Entwicklerstudio habe, dann muss ich ein Game auch noch entmachen lassen, was ja nicht mehr kostenlos ist. Oder Quellcode halt auch nicht mehr da ist, oder? Das ist schade. Aber ein eigenes Spiel immer wieder fortzuentwickeln und so, möchte ich schon machen. Einmal ein eigenes Spiel, aber wo ihr den Quellcode habt. Wie lange geht das mit dem... Ja, das ist ein bisschen schwierig, ja. Das könnte man ein bisschen zu viel Schaden. Ja, leider ist der Bild wirklich nicht so gut. Ich muss in den anderen Bild so weit wie jetzt machen, damit ich euch das zeigen kann. Ich bin einfach nicht zufrieden. Welcher Spaß hat dieses... diesen Bild gemacht, der ist nicht playable, bis man die Schuhe hat. Ist echt schade. So, und bitte kein Error oder Bluescreen. Das ist unbedingt da noch diese Quest noch fertig machen können. Das habe ich euch wieder ein bisschen nicht zeigen können. Einfach der Grundschaden. Aui, ist super, aber der Grundschaden ist noch ein bisschen so drin. Ich glaube, ich muss trotzdem irgendwie Krieg Multiplayer stacken. Ja, das ist wichtig. Endlich mal ein bisschen skillen. Also hier muss ich unbedingt Krieg Multiplayer. Hier muss ich eben dieses machen. Ja, da mache ich noch rein den Punkt. Den muss ich wieder rausnehmen. Da ist auch fertig. Der Starten steigt das mit diesem Level Up nochmals. Und hier das Dodge Rating. Ja, keine Ahnung, aber manche Builds sind doch nicht so einfach spielbar ohne Top-Items. Das ist dieser Build wirklich, da brauchst du so viel Crit-Multiplier und Attack-Speed. Ah, das ist einfach zu viel. Schade, ich hätte gedacht, okay, mit diesem Build geht's einfacher als mit den anderen. Nee, es geht schwieriger, es ist der Schaden fehlt immer noch. Okay, ich habe halt auch blöde Mods. Ich habe ja 25% mehr Leben drauf, irgendwie. Shadow Cascade, das brauche ich eventuell. Naja, das brauche ich auf jeden Fall. Zum Min-Maxen brauche ich den Skill dann.
Aber Shadows Cascade auch, ohne gute Items kannst du das nicht gut spielen. Also vielleicht Mana-Probleme oder so. Ich weiß nicht genau, an was es liegt. Brauchen immer so zwei gute Dolche, glaube ich. Und irgendwas noch dazu. Ist schon lange her, aber... Boah, wie viel. 100.000 Skelette. Ja, heute habe ich jetzt wieder so ein bisschen Sachen geredet, wo ich sonst eigentlich nicht so mache. Ja gut, crasht hat das Game schon wieder. Meine Güte, fixed this please. Also komm, wir machen die Mission das nächste Mal. Ich muss ja sowieso nochmals kurz 2-3 Missionen machen als Echos, damit das wieder gefüllt wird. Ich tue jetzt einfach ein paar Bänden. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, im nächsten Part hoffentlich keinen Crash mehr. Aber es ist momentan wirklich so, das Game crasht oft. Könnt ihr gerne mal sagen, wie es bei euch ist. Aber ja, ich tue lieber jetzt den anderen Bild noch spielen und den Part noch hochladen. Er kommt halt ein bisschen in der Nacht. Weil ich am Morgen wieder etwas vorhabe, am Nachmittag wieder etwas vor. Ich kann das Video dann sonst erst viel später hochladen. Gut, aber Dankeschön fürs Zusehen, war ein toller Part. Lustiger Part. Und man sieht sich hoffentlich dann wieder mal. Schaltet gerne wieder ein, wenn ihr wollt. Aber keinen Zwang, gell? Nie einen Zwang auf etwas. Auch wenn ihr mich nicht unterstützen wollt, wisst es nicht. Gell? Tschüss und einen schönen Tag und eine schöne Nacht. Tschüss.